Es handelt sich um einen grossartigen Fußballer. Sein Hobby ist Wohnungen streichen. Er hat verschiedenste Begabungen. Er ist Sportakrobat. Er ist grafisch sehr gut. Er hat eine tolle Stimme. Er ist scheu und manchmal zweifelt er an sich selber. Mal ist er der Mambo-King, mal eine liebenswerte Diva. Manchmal ist er ein Koffeinsüchtiger, ein Espresso-Trinker und meistens ein cooler Freund. Ich bin der Kuno Launer von der Zürich West. Ich schwenke dir mein Herz, mehr hab ich nicht. Du kannst es haben, wenn du willst, es ist ein gutes und es gibt auch manche, was für dich, aber dir würde ich es geben. Die Szene ist eine kleine Bar, irgendwo in der Stadt, und ich bestelle ein kleines Kraken irgendwo ab, wo es keinen Platz hat. Du schaust ein bisschen um, wer so oben angehört und am Kärnten. Töne in mir, die ich innen nicht wieder an, hocke Leute in den Shampoos, Köbel, eine Frau und ein Typ. Wir hängen aneinander an, reden etwas über die Leute, nur ich bin allein. Du anlässt ins Licht, hier und da verschwinden wir zwei irgendwo. Irgendwann ist kein Ding, kein Druck und blauer Vorhang auf. Magst du dich erinnern, wo du als Bub das erste Mal dein Herz verschenkt hast? Ja, klar, wie im Kindergarten. Ich habe von Patricia zurückgekommen und die Käse, die hat mir einen roten Strahl geschenkt. Dann habe ich mein Zimmer verknallt. Und dann hat es zweimal die Lehrerin in der ersten Klasse, Frau Lenz Sommer und so weiter. Das Normale. Einfach. Der Erfolg hat mein persönliches Verhältnis zu Frauen nicht verändert. Weil ich denke, das Ganze, was du das mitbekommst, ist für mich dermassen Scheinwelt. Klar, es schmeichelt mich, wenn ich auf der Bühne stehe oder singe, irgendwelche Damen stehen und Freude haben an unserem Zeug. Manchmal schauen sie am Bassist auf die Beine, oder nicht mehr. Also, aber mein Umfeld, mein persönliches, privates Umfeld ist echt dynamisch genug, dass ich das nicht brauche. Theoretisch. Aber im Kopf geht es manchmal schon. Ich merke es auch in Band, wo sich das nicht ergeben hat. Also, wir haben ja, wo der Gerry kam, haben wir einen Schlagzeuger gesucht oder eine Schlagzeugerin. Aber es gibt einfach fast keine. Auf einem Niveau spielen. Du hast ja nicht eine Frau in der Band, die zuerst für eine Frau spielt, sie noch gut Schlagzeug, wenn sie bei wäre. Ich finde einfach, wenn eine Frau dabei ist unterwegs, verrohen Zeiten nicht so schnell. Wie wenn nur der Mannenverein unterwegs ist. Manchmal kommt das schon ein Skilager auf, wenn du so eben 4 Monate auf Tour bist und so. Die Sprüche werden immer primitiver und so. Das gebe ich ja zu. Wenn eine Frau dabei ist, ist es vielleicht nicht ganz so. Da gibt man sich noch ein bisschen mehr Mühe. Und man redet manchmal auch über anderes Zeug und so, das ist schon gut. Uns tut das gut. Die Frenzi, unsere frühere Managerin, war unsere Frau in der Band. Und die hat die Fäden zusammen gehabt und hat uns alles organisiert. Und war die Mutterfigur im Hintergrund gewesen. Oder die Vaterfigur, alles. Das war wirklich für uns wichtig gewesen, oder? Dass eine Frau dabei ist. Ja. Ah, Frenzi, ciao. Zu meiner Rolle als Frau in der Band, das war nie etwas, das ein Thema war. Wir haben das eigentlich auch nie diskutiert. Es war eigentlich immer ziemlich normal. Er ist sehr ein kreativer Mensch, sehr ein toleranter Mensch. Manchmal hast du auch klar Auseinandersetzungen, die braucht es auch, dass du weiterkommst. Ich habe gerne mit ihm gestritten. Nur weil wir uns nachher versöhnen können. Dann alles vergessen ist. Sally Fremd. Interessant ist sicher auch, was er macht. Du kannst sehr viel in ihn projizieren. Ja, er ist eine besondere Person, auf jeden Fall. Also lernst du jetzt Kuno als Privatperson kennen oder lernst du ihn an einem Konzert kennen? Er hat sehr eine schöne Ausstrahlung, eine sehr erotische Ausstrahlung. Die Frauen, die sich dann in ihm verlieben, mit denen habe ich wenig zu tun. Wenn ich mal mit ihnen zu tun habe, dann komme ich schon in eine komische Rolle rein. Also dann ist wahrscheinlich auch eine gewisse Eifersucht von diesen Frauen mir gegenüber vorhanden.
Meine Mutter ist ein Emmentaler. Die war immer da, wenn wir sie gebraucht haben. Und es war so normal, dass mir das vielleicht auch erst in letzter Zeit ist aufgefallen. Und ich sehe, dass es echt überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und das finde ich ziemlich bewundernswert. Eben der ältere Bruder, mit dem ist es eigentlich nicht immer gut gegangen. Aber inzwischen haben wir ein gutes Verhältnis. Nicht sehr ein enges, aber ein gutes. Und der Kleiner ist, das ist ein guter Junge. Der lebt in Frankreich seit 7 Jahren. Und das ist so mein Fluchtpunkt. Einfach jetzt. Also, ich viel, der lebt dort auf einem Schloss, wo er renoviert und so. Und dort gehe ich alle Jahre mal her. Und das ist so der Ort, wo ich oben runterkomme. Also, mein Vater war früher Jazzmusiker, hatte eine Band. Meine Onkel mütterlicherseits sind Jodler als eigentlich Sängerknaben. So. Die so, sind zum Teil heute noch im Jodlerverein und so. Und unsere Familie ist viel gesungen worden. Ja, und dann ist die ganze Blockflötli-Zeit gekommen. Und dann hat mein Vater mal so eine unsägliche Heimorgel angeschafft. Und ja, als ich zuerst mal eben mit der Band gespielt habe, ja, bin ich in den Raum gekommen und niemand recht gewusst, was man will und was man soll. Und keiner hat euch etwas können, aber sie hat gerade so gut können, einfach Bass spielen oder einfach Schlagzeug spielen. Ich konnte schon ein bisschen Gitarre, aber nicht verrückt. Und er hat niemand singen, habe ich auch gesungen. Und das war mehr so. Und auch mit dem Texten schreiben, das habe ich dann, weil ich gesungen habe, gefunden, dann mache ich auch einen Text. Wenn ich einen Song schreibe daheim, dann habe ich wirklich Lust, Geschichten zu erfinden. Klar, psychologisch geht es durch meine Brille und die Texte stimmen von meiner Ansichtsweise her. Aber ich kann mich auch jemand anders versetzen, aus einem anderen Blickwinkel schreiben. Also für mich sind das einfach Figuren, die für einen Song aufleben und wieder verschwinden. Und wenn es autobiografisch wird, dann weiche ich dem meistens gegen Ende Song wieder aus. Und so. Also für mich ist es echt nicht so, dass ich die Figur bei diesen Songs. Und mir ist schon klar, dass viele Leute mich eben voll identifizieren mit dem Zeug. Aber da kann ich einfach nicht helfen. Also, das ist für mich eigentlich kein Thema. Nein, die Phase, wenn du am Song schreiben bist, das ist echt sehr intensiv. Und bevor es losgeht, schießt mich halb an. Da schreibe ich vor mir her und denke, vor dem ersten Text, was du wieder machst. Ich bin nicht jemand, der das ganze Jahr immer schreibt und ständig ein Blöckchen bei sich hat und sich irgendwelche Stilblüten und schöne Sätze aufschreibt. Also ich sage irgendwann, jetzt fangen wir wieder an und dann fange ich an, einen Song zu schreiben. Und vor dem ersten Song habe ich dermassen Respekt, weil es geht noch nicht gut. Und dann hast du das Gefühl, kannst du es nicht mehr und so. Aber wenn dann der erste Song da ist und die Band mit der ersten Kassette mit irgendwelchen Riffs draufkommen, dann verdichtet sich dann alles und dann macht es total Spass. Ich würde Krimis schreiben, wenn ich würde Bücher schreiben. Nicht irgendwelche Politschönke oder weiss ich was. Ich würde irgendwie so... Die beste Schweizer finde ich Friedrich Klauser mit diesen Studergeschichten und so. Und das dürfte mich auch politisch irgendwie. Aber ich würde nicht da... Ich würde irgendwelche Krimis schreiben, wenn schon. Aber ich traue mir es eben nicht zu. Ich finde es total etwas... Ich bewundere die, die das können. Es gibt ja Leute, die sagen, entweder kann man Bücher schreiben. Es gibt Leute, die Bücher schreiben können. Andere können halt eine Gedichtform oder sonst. Und so. Es sind wirklich zwei verschiedene Sachen. Aber ich stelle mir das schon gut vor, irgendwann einen weißen Bart zu wachsen und ein Strandhäuschen zu haben, der seinen Roman schreibt und so. Das ist ja so widerlich. Dabei wäre es so gut gekommen. Aber eben.
komm mal mit, ich will dir etwas erzählen. Tisch, so wie hier. Neben dem Tisch Vreni Schneider. Und dann sagt der Kuno, ist das nicht Vreni Schneider dort neben dem Tisch? Oh, wie will das Autogramm? Kugel ist genommen. Das Papier, das Autogramm gereichen. Leicht erröten zurückkommen. Ganz unter uns. Der Typ ist doch stargeil. Nein, bitte nicht mit mir. Gut, also, eigentlich habe ich eben gar nicht gewusst, ob ich zur Reverse so einsteige oder nicht. Dann ist es eben um den Stichtag X gegangen. Und zufälligerweise war mein Kollege beim Kuno zum Nacht eingeladen. Ich konnte einfach nicht schlafen bis am Morgen um 4 Uhr. Dann hat das Telefon geläutet, dann haben sie eben miteinander abgesprochen, komm, wir überreden oder wir sagen doch dem Gerhard, komm, er soll doch mitmachen. Und dann habe ich plötzlich gefunden, also gut, jetzt ist es am Morgen 4 Uhr, sie haben mir angerufen, jetzt mache ich mit. Und bis jetzt ein Fakt. Ein paar Jahre sind Kuno und ich in Italien Hippie-Ferien machen. Volle Bus und Zeltchen. Irgendwann sind wir zu Viareggio angekommen, es war Abend. Dann sind wir am Strand auf einem Schiff gesessen. Dann haben wir Sound gehört, irgendwo aus einer Disco. Dire Straits. Oh, hast du gehört? Water of Love. Und er sagt, ja, spinnst, oder? Sultans of Swing. Ich sehe, behaupte sich. Er sagt, Arschloch. Plötzlich sind wir im Sand gelegen, haben uns auf die Schnur gegeben, bis die Nase geblutet haben. Dann irgendwann haben wir nicht mehr gehen. Sind die nächste Disco. Ja, haben darauf angestoßen und gefunden, was soll's. Wir sind uns heute noch nicht einig, was für ein Song war, aber wir lösen es verbal. Halt, ich will noch etwas sagen. Plötzlich bin ich mit ihm im Bahnhof-Kiosk gestanden. Neben uns ein Typ, der hat etwas gekauft und hat gezahlt mit 10, 20. Die Kioskfrau gesagt, sie müssen nicht mit so kleinen Münzen zahlen. Und ich bin der Eindruck nicht los worden, dass das der Weg war, wie der dunklere Hautfarbe hatte. Worauf der Kunde gesagt, geht es euch eigentlich noch? Der kann doch zahlen, mit was er will. Das ist eine Situation, in der ich normalerweise schweige, dass er nicht geschwiegen hat. Das beeindruckt mich. Leute, komm her! Ah, warte! Juhu! Aus die Hacke vor dem Fernseher. Das Ding, wo läuft, ist irgendeine Serie, was ich so gern gesagt habe. Er hat Scheichen auf dem Tisch. Aus ich knüppel an einem Hütchen neben mit den Finger nach oben. Die Geschichte lesen sie, es geht am Mausen nicht, du einfach immer weiter. Irgendwie geht's immer wieder weiter, immer wieder gibt's einen Grund, dass ihr gleich gleichen ihr wollt wissen, was passiert, was in der Konsequenz sich raus in dieser Geschichte. Sie ist schon jahrelang dabei und sie kennt alle Zusammenhänge wie ihre Vorhänge. Und dabei ist es gar nicht so einfach, manchmal weiss man nicht genau, wer schon mit wem und welche nicht und welche früher mal. Seit Jahren, jede Woche, immer noch die gleiche Zeit am Sonntag. Aber in der Stube, du sie hacken vor dem Fernseher. Sie weiß noch ganz genau, wer was sie will, folgt zu wem, man sieht, sie gehört ihm irgendwie zu, mischt sich ein und mischt mit. Irgendwie ist sie voll, geht sie gut bei den Leuten. Wenn man kann, ist sie neu, sie ist schmecken, kann sie die Reise. Ich höre sie gerne ein, ihr Bruder. Sie kennt sie besser als die meisten Leute, was sie sonst mit mir zusammen ist. Sie kennt sie besser als der andere mit den Scheichen auf dem Tisch. Heute Abend in der Stube, und sie hacken vor dem Fernseher. Das Ding, das läuft, ist irgendeine Serie, was sie so gern sieht, der Checken auf dem Tisch. Und sie knüppelt an einem Hütchen neben mit dem Finger nach und neben mit dem Finger nach. Sie
Was braucht es dazu, dass du glücklich bist? Ja, liegst du auf Sonnenschein. Ich habe gemerkt, dass ich eigentlich froh bin, wenn du es. Also das... Klar mache ich zwischendurch gerne Ferien, aber so am Strand liegen, nach einer Woche habe ich die Nase voll. Und mir geht es am besten, wenn ich ein Projekt habe am Laufen, wenn irgendetwas oben ist, im Kopf, es rotiert und so. Dann geht es mir am besten. Und dann jemand, der ihn gerne hat. Möglichst viele Leute, die ihn gerne haben. Alle finden, wir sind nett und so. Dann geht es immer gut. Und meine Zukunft ist wirklich, wenn ich die probiere zu definieren, hat es wirklich mit dem Beruf zusammen, zu tun und mit der Musik zu tun. Und da nehme ich mir einfach vor, dass zu machen, solange ich es mit eben diesen Leuten machen kann. Mit meinen Freunden aus der Band. Und sonst weiss ich noch nicht, wie das dann weitergeht. Also ich, schiebe das ein bisschen vor mir her, wahrscheinlich. Ich bin ganz ehrlich mit mir da. Aber ich genieße es jetzt mal so, wie es läuft. Irgendetwas gibt es da schon. Also ich rechne immer damit, dass irgendwann das fertig ist, dass die Leute nicht mehr hören können, was wir hier machen. Die Trends wechseln so schnell und wir mögen als Band auch nicht jedem Trend hinten nach. Gump und so. Von dem her ist das eigentlich noch spannend, an Musik machen. Weil du weißt, es ist im Jahr ist gefeiert und alle finden, yeah, jetzt ist jetzt klasse und jetzt haben wir diesen Hit gehabt. Und wenn wir nächstes Jahr keinen Hit mehr haben auf dieser Platte oder nichts, was die Leute anhören, dann bist du auch schnell wieder vergessen. Und das ist eine schnelllebige Geschichte eigentlich. Und wenn das passiert, dann kann ich halt wieder etwas arbeiten. Wenn ich plötzlich nicht mehr leben kann von dieser Musik, dann geht für mich keine Welt unter. Ich bin momentan glücklich.